Marcus at his best if he can get over this and keep going. Here we come, Ilfo 5. Kommen vor, werde ich hier in Riesenberg verabschieden, wo er auch geboren ist. Wie jeder weiß, Züchter Ludger Bärbaum, Kornel Obolensky, Malratina, also schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, hier ist auch ein würdiger Rahmen für ihn. Bekannt war er mir schon immer, weil durch Ratina und Kornel, die ich auch beide kannte. Und da ist es so eigentlich gekommen, dass die Besitzer mich irgendwann gefragt haben, wo Peppi nach Zangersheide gegangen ist und die neuen Reiter gesucht haben. Zum Glück fiel die Wahl auf mich, alleine glaube ich auch schon durch die Größe ein bisschen. Und habe ihn dann Mitte 80 bekommen und relativ früh auch schon die passenden Turniere gehabt. Ja gut, Steffex Masters, das war für ihn ein unglaubliches Turnier. Wir konnten am ersten Tag die große Prüfung gewinnen und den großen Preis gewinnen. Und ich glaube auch mit zwei phänomenalen Stechen. Das war wirklich ein Wahnsinns-Highlight, dass einem das so gelingt auf einem Turnier und dann auch noch in zwei entscheidenden Prüfungen. Ich glaube, da hat er viele Herzen höher schlagen lassen. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass er mir eigentlich immer nur ein halbes Jahr sportlich zur Verfügung gestanden hat, da er doch sehr, sehr gefragt ist als Deckhengst. Aber selbst in diesem halben Jahr hat er oft mehr gewonnen oder mehr geleistet wie andere im ganzen Jahr. Ja, ich glaube, das Entscheidende bei ihm ist einfach seine Einstellung und sein Kampfgeist, der auch seinesgleichen sucht. Zu klein ist er eigentlich nicht, aber er ist halt sehr, sehr kurz. Ich hätte am Anfang auch nie gedacht, dass es ein Fünf-Sterne-Pferd wird. Aber durch seinen Geist und durch seine Einstellung hat er mich eigentlich jedes Turnier immer wieder überrascht, was er für einen Kampfgeist hat und das ihn auch absolut ausgezeichnet hat. Also das Bocken bei Comilfo im Parcours, das zeigt, glaube ich, auch seine Freude, die er am Sport hat. Der ist nicht nickelig oder auch nicht frech, aber das gehört einfach bei ihm auch dazu, dass er seinen Spaß, den er hat, auch dann zeigt. Ja, grundsätzlich ist er erstmal ein extrem liebes Pferd, aber er ist auch schon ein kleiner Macho, muss ich sagen. Also wenn andere Pferde in der Nähe sind, da macht er sich schon lautstark bemerkbar. Sein Erkennungszeichen ist grundsätzlich, wenn ich im Parcours reite, wiehert er immer zwei, dreimal, dass er auch sagt, also ich bin hier. Und sein Ego ist schon extrem groß. Ja gut, erstmal wird er jetzt dann bald zurückgehen in die Ukraine zu den Besitzern. Wird die Boxen neben Kornet Obolensky selber beziehen. Hat da wirklich Leute, die sich auch extrem gut um ihn kümmern. Und er kennt das da schon, er war schon jedes Jahr eigentlich da, ein paar Monate lang, so wird er sich da auch heimisch fühlen schnell. Grundsätzlich muss ich sagen, fällt es mir nicht schwer. Ich bin eher dankbar um die Zeit, die ich mit ihm gehabt habe und werde auch sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr oft an ihn zurückdenken, wie er sportlich war. Nur am Ende, wenn man so einen Abschluss findet und ein Pferd auch im Höhepunkt verabschiedet, glaube ich, braucht man dem auch nicht hinterherweinen, sondern einfach wirklich das genießen, was man mit ihm gehabt hat.